Und diese entscheidende Map ist Submarine, das gute U-Boot. Und damit glaube ich, die Map, die noch kürzer ist als Everdream. Wie gesagt, ist nur ein Gefühl, ich habe keinerlei Ahnung. Aber sie ist auf jeden Fall kürzer als Pillars of Gold. Aber auch dieses Mal wieder, es wundert mich sehr. Also, wir sehen wieder den Overlord. Das heißt, es wird wieder kein früher Pool gespielt. Und das heißt, wir hatten ein Best of 5 CVC ohne einen einzigen 12 Pool. Da bin ich sehr verwundert. Was mich immer interessiert, also so gefühlt, teilweise gibt es so Serien, da wird jedes einzelne Spiel 12 Pool gespielt. Entschuldigung, Rainer geht ja tatsächlich dann doch auf Pool First. Das ist ja natürlich jetzt witzig. Also, beide trauen dem Braten nicht so richtig. Schaut es euch an. Auf der entscheidenden Map. Beide dann doch hinten raus mit einem Pool First, aber einem defensiven Pool First. 16 Pool, 17 Hedge wird es ja auf beiden Seiten geben. Okay, ja. Okay, ich habe jetzt die Player Introduction nicht gemacht, aber ich glaube mittlerweile wissen wir, wer hier spielt. Es steht, wie gesagt, 2 zu 2 und das wird die letzte und entscheidende Match dieser Serie sein, dieses Best of 5 sein. Es ist ja aber nur die Group Stage 2 und ich glaube, es war noch das erste Spiel. Das heißt, es wird keiner von beiden, egal wer jetzt die Map gewinnt, egal wer die Map verliert, keiner von beiden wird raus sein. Also, die werden auf jeden Fall noch im Losers Match eine Chance haben. Okay, ich komme nochmal kurz zurück zu den 12 Pools. Es gibt so Serien, da sieht man gefühlt, wie gesagt, jede Map ein 12 Pool. Und was man aber irgendwie nie sieht, ist 12 Pool gegen 12 Pool. Irgendwie scheinen die Spieler sich da einig zu sein, dass es maximal immer nur einer macht. Jedenfalls habe ich es jetzt beim Turnier nicht gesehen, aber ich habe auch nicht, wie gesagt, ich habe vielleicht ein Drittel wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich weniger als ein Drittel der Spiele gesehen. Was jetzt der erste Unterschied ist, sind hier die sechs Linge von Rainer, der jetzt erstmal rüber geht. Mein Cyril hat die Linge gesehen, aber die Queen ist gut out of position. Sie muss jetzt ja auch schon Drohnen pullen, verliert eine Drohne, verliert wahrscheinlich die zweite, ne, saved sie nochmal, indem er sie in einen Spore verwandelt. Schön gemacht. Und dann haben wir insgesamt eine Drohne für vier Linge. Ich meine, natürlich hat Cyril dadurch, dass er also nur zwei Linge gebaut hat, auch zwei Drohnen mehr bauen können. Jetzt geht sie nochmal runter, probiert nochmal die Drohne anzugraben, aber sie hat noch. Gegen einen Ling ist da nicht mehr viel zu machen. Ne? Der eine Ling hat einfach zu wenig Damage Output. Hinten dran dann wieder auch Drohnen auf beiden Seiten. Das heißt, es waren nur diese ersten sechs Linge, sozusagen, die hier ein bisschen mal testen sollten, sage ich mal, ob Cyrils Micro auch on point ist. Aber ihr seht, Arena hat aufgeholt wieder in den Arbeitern, hat hinterher gedroht und somit ist es jetzt auch alles wieder even. Was er später hat, ist natürlich das Baneling Nest. Es wird jetzt erstgestellt. Cyril Science ist schon fast fertig. Und auch das Speedling Upgrade ist etwas später, aber das ist wirklich minimal. Jetzt, Metabolic Boost wird jetzt in 10 Sekunden fertig für Cyril. Hat er noch Linge auf der Map? Hat zwei Stück. Eventuell können wir mit denen nochmal scouten, sobald Speed dann fertig ist. Aber Rainer ist auch schon wieder dran, hier sein Wall-In zu komplettieren. Ich glaube, die Drohne baut jetzt wahrscheinlich einen Roadrun hier. Also, er wird sie nicht zukriegen. Er muss mit einer zweiten Evo wallen. Und so können wir auch sehen, dass Rainer sich dazu entschließt, keine dritte Basis zu nehmen. Cyril nimmt die dritte, bekommt hier einen Overlord, vielleicht kurze Notiz zum Rande, dadurch Rainer tatsächlich zu Blei blockt und hat auch jetzt erst einen Overlord gestartet. Okay, das ist bitter. So, was macht Cyril? Cyril sieht hier Linge kommen, viele Linge kommen, baut Linge hinterher, hat keine Linge, muss jetzt auch zu wallen. Das erinnert mich ein bisschen an Match 1. Nein, Entschuldigung, Match 2 war das auf Eternal Empire. Hat auch schon die dritte gecancelt wieder, Cyril. Hat er Banelinge am Start? Nein, er hat sein Banelinge jetzt gecancelt. Ah, das ist natürlich. Könnte das jetzt problematisch sein? Rainer hat seins durchkommen lassen. Ich meine, Cyril hat dadurch natürlich ein paar Ressourcen einsparen können. Hat er jetzt Roaches unterwegs? Roaches? Fragezeichen. War doch keine Roaches. Cyril ist schon greedy unterwegs, ne? Cyril ist schon greedy unterwegs. Hat jetzt hier das Plus 1 Upgrade für Roaches, aber. Ich meine, er sieht ja nicht mal, was hier kommt. Cyril hat keinerlei Vision, was hier kommt. Er sieht jetzt nochmal mehr Linge. Jetzt kommen die ersten zwei Roaches. Bekommt vielleicht doch ein bisschen, ja, Panik will ich es nicht nennen, aber ein bisschen Respekt vor der Anzahl von Lingen hier.
können sich irgendwann dann auch einfach mal hier durchbeißen durch so eine Queen oder einen ganzen Wall-In, wenn es dann sein muss. Weil ich meine, hinten sind auch viele Linge. Aber Cyril ist vorne, ja, er war halt greedy, wie ich gesagt habe, aber er ist vorne in den Arbeitern deshalb. Rainers Dritte noch nicht am Laufen. Wird jetzt ja auch den Overlord bekommen. Aber was macht Cyril? Will er jetzt hier die Dritte nochmal nehmen oder will er pushen? Er hat halt, also, hat er überhaupt schon? Rainer hat den Leer noch nicht mal eingedrückt. Rainer seiner ist schon fertig. Und, oh, schöner Run by hier. Kann er die Dritte raus? Oh nein, er probiert es gar nicht. Will nur scouten gehen. Will nur scouten gehen, sieht einmal komplett alles, sieht aber auch den späten Leer. Oh, schöner Catch hier von Rainer gegen Cyril Slinge. Ja. Und am Ende des Tages, oh, die kommen noch einen Link rein. Da wird aber nicht so viel sehen. Am Ende des Tages ist einfach Cyril vorne in den Upgrades. Immer noch vorne in den Arbeitern, aber hat halt die dritte, spätere dritte Basis. Das ist jetzt die Frage, was macht er? Er wird nachher zwei Upgrades vorne sein. Er hat schon plus 2 gegen nur plus 1. Also das heißt, hat schon, aber er wird es bekommen. Das ist allerdings nochmal ein guter Run, weil wird. Okay, Cyril muss die dritte Basis canceln. Erneut. Und jetzt, es war ein sehr, sehr guter Run-By. Jetzt sehe ich ein bisschen unter Zugzwang. Gut, Rainer hat immer noch weniger Arbeit. Das hat ein komisches Spiel irgendwie. Rainer mit der dritten Basis, aber weniger Arbeit. Ich schaue mal aufs Income. Also, ihr seht, er ist so gute 200 Income hinten. 200 Mineralien-Income, in dem Fall. Probiert es wieder mit den Linken, die sind schon echt nervig wieder. Also, wenn ich hier, wenn ich an Cyrils Stelle wäre, schon wieder endlos genervt von den Linken. Muss zum dritten Mal seine dritte Basis canceln. Jetzt endlich hat er es mal geschafft, die Linge aufzuräumen. Und Rainer, er weiß, dass er eigentlich, dass er das bessere Income jetzt mittlerweile haben. Er hat immer noch nicht. Cyril ist einfach, er hat einfach unendlich viele Arbeiter auf zwei Basen. Hatte. Hier sind 3 drüber und hier ist er 4 drüber. So hat immer noch das bessere Income. Auch weil Rainer seine vierte, dritte jetzt erst anfängt zu minen. Dementsprechend Cyril auch im Army Supply vorne. Ich meine, wenn jetzt hier Rainer seine dritte Basis relativ schnell ans Minen bekommt, sehe ich hier gute Chancen für ihn, aber Cyril probiert ja schon so eine halbe Aggression, mehr oder weniger. Hat jetzt 4 Ravager genervt, gemorpht, Entschuldigung. 4 Ravager gemorpht, um Overlords one-shotten zu können mit Corrosive Bias. Scoutet hier schön. Er ist jetzt das Roach Speed Upgrade. Eben jetzt noch nicht mal halb durch für Rainer. Das ist schon sehr spät. Also der Leer und damit verbunden oder zusammenhängt, das Roach Speed Upgrade waren sehr, sehr spät für Rainer. Er kann also, er hat gar keine Chance irgendwie aggressiv zu werden, über die Map rüber zu pushen. Cyril hat jetzt hier eben die dritte Basis auch am Main. Gut, Rainer hat aufgeholt mit den Arbeitern. Ist jetzt im Income even, aber. Wir sehen hier weitere Arbeiter, ich glaube so auf beiden Seiten, ich glaube so einen riesigen Vorteil hat er sich durch die frühere dritte Basis nicht erarbeiten können. Hier ist jetzt keine Vision für Rainer, sieht jetzt aus die Roaches. Rainer probiert mit ein bisschen Cyril probiert mit ein bisschen Aggressivität, sniped 2 Ravagers sehr schön raus, hat mir gut gefallen. Hat ja einfach viel mehr Supply, ist 160 gegen 122, der Push sieht gut aus. Upgrades ist er auch vorne, hat 2-1 gegen 1-0, sehr weit vorne sogar, ich glaube da kann er einfach draufbleiben. Ich glaube, der kann einfach durchpushen. Ich sehe schwarz für Rainer, ja. Der kann er. Ja, 2-1 gegen 1-0 Upgrades und fast doppeltes Army Supply. Jetzt, ich meine, hinten raus natürlich mehr als doppeltes Army Supply, aber da hat er einfach überfahren. Und somit entscheidet Cyril die Serie 3-2 für sich. Ich sag GG und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich, ja, bei irgendwelchen Anregungen gerne reinhauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.